Was geht ab, meine Uzi-Fighter Osiri? Und heute mit der schönen Haarpracht werden wir zusammen für Alec Kale und Khalifa, denn sie sind erschienen auf der japanischen Version. Bevor wir dann anfangen mit den Summons, Freunde, müssen wir ein, zwei Sachen klären zu den Charakteren, ein, zwei Klarstellungen. Denn gestern haben wir uns ja die Details angesehen zu den Charakteren, die Passive etc. Und ich bin eigentlich davon ausgegangen, dass sich die Passive von ihnen nicht stackt. Denn sonst wäre es zu OP. Aber sie stackt sich. Also wisst ihr was? Sie stackt sich. Ja, GG. Was heißt das? Das heißt, sie bekommt ihr für jeden Universe 6 Joint Forces oder Pure Saints Kategorie-Mitglied im Team 10%. Und durch sich selbst gibt sie sich quasi dann 30%. Denn sie ist in den drei Kategorien. Wenn ihr zum Beispiel Bota Magetta mit reinnimmt, der ist in Joint Forces und Universe 6, dann bekommt sie 20% von ihm. Heißt, das stackt sich einfach. Laut den aktuellen Gameplay, die wir quasi, was heißt wir, sondern die Community quasi, oder laut den aktuellen Tests, die die Community machen konnte, Freunde, stackt sich diese verdammte Passive. Nicht nur das, der letzte Passive-Teil ist ja, wenn sie gegen einen Universe Survival Saga oder Pure Saints Gegner kämpft, dann macht sie garantiert einen Additional Super Attack. Und das, wenn quasi, wenn der Gegner in beiden ist, wie Ui Goku oder Evo Vegeta, dann macht sie zwei Additional Ultis. Heißt, in einer Runde, wenn bei ihr alles getriggert ist, kann sie bis zu 5 Angriffe machen. Erster Normalangriff ist der Super Attack. Dann ihre Additional Attack durch die Passive, die ein Additional Attack ist, keine Super Attack. Dann die Additional Ulti, wenn sie gegen einen Universe Survival Saga Gegner kämpft. Dann die Additional Ulti, wenn sie gegen einen PSA Gegner kämpft, beziehungsweise wenn der Gegner halt beides ist oder quasi in der Stage beide vertreten sind. Und dann noch durch das Dupe System. Ich weiß nicht warum, aber sie haben mal wieder übertrieben. Sie haben diese Unit broken gemacht. Die Sache ist folgendes, Freunde. So, also das aus den aktuellen Tests mit der Passive, das stackt sich verdammt nochmal. Das ist, die ist zu gestört. Die haben diesen Charakter zu gut gemacht, um ehrlich zu sein. Ist natürlich geil auf der anderen Seite, aber das ist gestört, dass sich diese Passive stackt auf der anderen Seite. Und auf der einen Seite jedoch, das, was ein bisschen negativ ist, ja, sie droppen direkt als Kale und Khalifa Baseform, heißt, man braucht 19 Elder Kai, um sie auf SA 20 zu bringen. Für ihr erstes Awakening hier, sorry, fürs erste Dokken Awakening braucht man folgende Medaillen, 21 von Hit, 3 jeweils von dem Story-Event von Champa und von Vardos, und dann braucht man, um sie auf den Elder-Status zu awaken, 7 von den Medaillen, die hier gelistet sind, Freunde. Sie haben mit diesem Charakter wirklich weitaus übertrieben, also es ist, Elder Kale und Kale sind wirklich ein sehr, sehr guter Charakter. Die Sache ist jedoch, wenn ihr euch gedulden könnt, wenn ihr euch nicht sicher seid, solltet ihr summon oder nicht, wegen der Golden Week, nächste Woche ist Golden Week, dann wartet noch ein paar Tage, weil in den nächsten Tagen sollten wir die Infos bekommen, was nächste Woche zu Golden Week abgeht, denn wir erwarten noch diese Woche die V-Jump-Scans. Aber ich muss eins sagen, Freunde, ganz ehrlich, ich kann Leute verstehen, die für sich summon wollen, weil sie eben so broken sind. Die sind wirklich übertrieben gut gemacht. Wir werden heute summon. Das Banner sieht folgendermaßen aus. Es ist ein Ella-Banner, Gott sei Dank, kein Waifu-Banner. Was heißt Gott sei Dank? Also, ja, wäre es ein Waifu-Banner, wären sie eventuell nicht featured oder so. Das wäre vielleicht auch gar nicht mal so schlecht. Da wäre halt dann nur sie als Ella drin. Aber im Endeffekt ist es nicht der Fall. Es ist ein Ella-Banner. Wir haben 12 featured SSR. Das ist halt die Sache bei diesem Waifu-Banner. Sorry, nicht Waifu-Banner, sondern bei dem Ella-Banner. Da braucht man da verdammt nochmal Glück, um hier einen LR zu ziehen. Aber auch alle anderen LR sind natürlich nicht featured in diesem Slot, beziehungsweise in dem Banner vertreten, Freunde. Ja, ich würde sagen, wir legen einfach mal los. Bevor das Banner jedoch live ging. Und by the way, man bekommt hier für einen LR-Banner goldene Münzen. Ihr seht das, die kann man eintauschen gegen goldene gegen LR in Barbershop. Also alle LR außer jetzt LR, Kale und Khalifa, weil sie neu hinzugekommen sind. Wir hatten Vegeta da am Start. Wenn er sich fusioniert, ist ein LR drin. Eine Sache noch, was ich sagen wollte, was wichtig ist. Wie gesagt, das war aus den jüngsten Tests wegen der Passive, aus dem Gameplay, die quasi, als sie noch in den Daten waren. Als das Banner live ging, gab es noch einen kurzen Data-Download. Ich weiß nicht, was dieser Data-Download zu tun hatte. Ich weiß nicht, wofür es war. Eigentlich für einen Banner kann ich mir vorstellen, aber vielleicht, es war ein kleiner Data-Download, sag ich mal. Wenn es könnte, ich will es nicht sagen, aber wir werden die Tage schlauer, wenn dann quasi die Tests durch... Wir kriegen ein LR. Oh mein Gott. Wir kriegen ein LR. Wenn die im ersten Multi kommt, dann ist es eine Cosplay! Was ich sagen wollte ist, wir kriegen ein LR. Ey, wenn es die direkt im ersten Multi sind, Freunde, wir kriegen ein LR. Wir sind im LR-Banner, super Video-Animation. Was ich sagen wollte ist, der kleine Download. Ich will damit nicht sagen, dass vielleicht die Passive quasi korrigiert wurde. Vielleicht wollte man das nicht so haben, dass... Ja, kack mal darauf. Vielleicht wollten sie das nicht so haben, dass es sich stackt. Vielleicht war es ein Fehler. Will ich damit nicht sagen, es wäre aber eine Option. Wir wären auf jeden Fall schlauer. Vor allem, wer weiß, wenn wir sie jetzt ziehen, dann ist halt RIP. Wenn es im ersten Multi ist, dann ist halt wirklich GG. Jedenfalls, wir wissen dann die Tage auf jeden Fall, sei es quasi aus irgendeinem aus der Community,
wie dann die ganze Passage so wirklich funktioniert, ob sie das Ganze zeigt oder nicht, aus den eigentlichen Tests. Sagt sie sich, wie gesagt, da kam halt ein kleiner Data-Download rein, vor dem ich ein bisschen so, vor dem ich noch warten will, bevor ich sage, das ist so und so. Aber es sollte halt nicht so sein, dass sie stackt und die haben sie wirklich broken gemacht. Warte, wir haben hier ein. Okay, das ist der GSSR-Slot. Eigentlich gehe ich davon aus, dass es dann nicht featured ist, natürlich, aber wer weiß. LA Baby war auch featured dann im GSSR-Slot bei mir. Erste Multi ein LR und es ist. Ja! Groupings! Oh mein Gott! Genau dies! Oh mein Gott! Erste Multi direkt ein LR, was? Also, na klar, wir wussten es wegen Super Vegito Animation, aber dann noch LR Groupings, die wir damals nicht gezogen haben beim Baby Summon. Oh mein Gott, genau das ist es. Und deswegen. Deswegen sage ich immer, macht ein Multi, wenn es geht, weil der war verdammt nochmal in GSSR. Vor allem in LR-Bannern ist dieser GSSR-Slot zu 95% nicht featured und da sind auch alle anderen LR drinnen. Krank. Jetzt, wo ich es sage, die Sache ist, ich habe mir natürlich gesagt, macht noch ein Vegeta. Okay, diesmal, Baseform. Die Sache ist, ich habe mir gesagt, macht auf jeden Fall Multis, wenn ihr Multis machen könnt. Aber ihr seht schon, ich habe da nicht genügend Stones. Die Sache ist. Oh mein Gott, wer ist ein Double Screen Track? Wer ist noch in der Leer? Aber puh, wir hatten mal den Beiflag. Die Sache ist, eigentlich, ich werde vielleicht hier Singles raushauen, weil. Wir werden noch weiter summonen, aber ich müsste dann rüber switchen. Auf Blue Stacks, weil ich von dort, also über Blue Stacks dann die Stones kaufe. Die ich brauche. Über iTunes geht es auch mit den iTunes Gift Cards. Ich habe so auch einen Code, Freunde. Osadu3 könnt ihr einlösen bei Japan Code Supply. Der Link dazu ist in der Beschreibung. Könnt ihr auf jeden Fall abchecken, falls ihr da Bedarf habt. Warum ich das nicht mache? Ich will eigentlich kein Risiko eingehen. Ich habe das damals. Ich habe noch keinen eigenen JEP Apple Account, sag ich mal. Ich nutze den von meinem Kollegen Anski, Shoutout an ihn. Und da haben er, also wir haben die Sicherheitsfragen nicht mehr. Deswegen kann ich, man musste beim allerersten Kauf Sicherheitsfragen tilgen. Beziehungsweise Sicherheitsfragen, ja, die beantworten, dass man da kaufen kann. Und das kann ich gerade nicht, deswegen werde ich gleich rüber switchen auf Blue Stacks. Aber ich muss die Stones verhauen. Leider fehlt dann ein Stone. Wir werden Single Sum raushauen, Freunde. Oldschool, komm, Oldschool Days Single Sum mal raus und gucken, was hier abgeht, Freunde. Ich bin gerade immer noch schockiert von dem ersten Multi. Wir werden danach noch summonen. Lasst uns, wie gesagt, das hier raushauen. Leider fehlt dann ein Stone noch, leider. Dann hätten wir 25, dann wäre es zumindest, dann muss die 4 Stones in Charakter Slots oder so raushauen. Ist nicht schlimm. Macht man dann auf jeden Fall. Aber im ersten Multi direkt ein LR. Oh mein Gott. Auch noch LR Groupings, die ich nicht hatte. Und ich dachte schon, oh mein Gott, das lag am Cosplay mit den schönen Haaren. Vielleicht musste ich meine Haare mal wiederholen, meine Perücke. Aber oh mein Gott, was war das wirklich? Freunde, ich drücke euch auf jeden Fall die Daumen. Ich wünsche auf jeden Fall sehr, sehr viel Glück, falls ihr summon werdet. Wie gesagt, wenn ihr euch gedulden könnt, dann geduldet euch ein wenig noch auf nächste Woche. Und falls ihr Bock habt, heute Abend wird gestreamt. Der Streamplan ist in der Beschreibung auf Twitch. Also Twitch werden wir streamen. Also der Streamplan ist hier in der YouTube-Beschreibung. Könnt ihr euch gerne abchecken. Wenn ihr Lust und Zeit habt, schaut auf jeden Fall vorbei. Wir machen Dokkan Battle auf jeden Fall ein bisschen. Danach noch ein bisschen Super Dragon Ball Heroes. Habe ich auf jeden Fall Bock heute drauf. Wenn ihr auch Lust habt, wie gesagt, heute Abend gerne. Lass uns gleich mal einfach einen random Group Sum machen. Als Sing Sum, warum nicht? Lass uns jetzt diesen machen. Und genau, weil dann muss ich quasi rüber switchen. Heißt Group Summon Sum. Freunde, lasst mich, ihr wisst, wie das Ganze läuft. Wenn ihr irgendwo summen könnt, summon. Ich sehe gleich runter. Lasst mich wissen, was ihr gezogen habt in den YouTube-Kommentaren. Oder egal wo, Social Media Kanäle, alle Links in der Beschreibung. Ich zähle runter. 3, 2, 1. Dann wünsche ich auf jeden Fall sehr, sehr viel Glück. Und ihr könnt mich natürlich wissen lassen, was ihr dann gezogen habt. Let's go. Okay, Super Saiyan Zeit. The Legend of Singles dann, Freunde. Aber wie gesagt, macht lieber den Multi. Okay, macht lieber den Multi, wie gesagt, weil ihr habt es gesehen. Im ersten Multi war es ein LR. Jetzt lassen wir ganz kurz rüber switchen, dann sehen wir uns gleich wieder. So, ich habe mich wieder beruhigt. Die Haare sitzen wieder. Machen wir mal weiter jetzt. Wir haben noch 3 Multis, haben wir für heute noch raus, Freunde. By the way, das, was ich beim ersten Multi gesagt habe, ne, da war ich einfach nur übervorsichtig. Da hatte ich halt Schiss, dass das halt. Ich will es halt nicht wahrhaben, dass die Karte so broken ist, sag ich mal. Ich sehe gerade, es laggt, deswegen lass ich mal direkt los, wenn wir wieder Vegito bekommen. Oh. Okay, es laggt gerade ein bisschen, deswegen warte ich mal, bis sich das Ganze beruhigt hat. Und zwar. Genau, ich wollte es halt einfach nicht wahrhaben, dass die Karte so broken ist und so gut ist. So, wisst ihr, was ich meine?
Es sollte sich stacken, wie gesagt. Da war ich einfach nur übervorsichtig und hatte Angst wegen dem kleinen Deathalon Lord, ob der sich vielleicht etwas ändert oder nicht. Aber es sollte auf jeden Fall so sein. Und ich sehe immer noch, dass es ein wenig laggt. Einen Moment, Freunde. So, jetzt. Wir wollen natürlich, dass alles funktioniert. Wir wollen natürlich, dass alles funktioniert, weil... Wer weiß, ich bin nervös, Leute. Ich bin nervös, ich sag's euch. Also mit Ella, Kale und Kalif haben die maßlos übertrieben. Und... Den ersten Multi kam direkt ein Ella, also... Ist schon ein guter Tag, würde ich mal sagen, auf jeden Fall. Mach mal Platz, bitte. Mach mal Platz. Komm schon, letzter Multi. Die Sache ist halt, wir sind aber hier im legendären Hashtag One Last Multi. Guck mal, wie das Ganze jetzt verläuft im letzten Multi für dieses Video, Freunde. Da habe ich auf jeden Fall drauf geschaut, was hier noch abgeht. Denn gestern im Stream haben auch ein paar gesagt, ha, du ziehst den eben One Last Multi. Und ich sagte, ja, Mann, oh mein Gott. Oh mein Gott, oh mein Gott. Im One Last Multi ist halt nochmal ein LR. Wir sind im LR-Banner. LR, Satan auf Bu, Vegito, egal, Super Vegito, Vegito Blue und David Stream Crack und Bates. Das sind LR-Charaktere. Und gestern hat einer gesagt, ey, du ziehst so oder so ein LR im Hashtag One Last Multi. Und ich habe gesagt, ja, Hashtag One Last Multi, aber wann ist ein One Last Multi? Wisst ihr, was ich meine? Also ein LR haben wir. Komm schon, lass es bitte Kale und Kalifa sein. Bitte, bitte, Game. Wenn es LR, Kale und Kalifa werden. Nein! Was ist das? Das ist doch... Ach. Wir haben die... Was ist das? Wir haben den ersten Multi gezogen und jetzt wieder. Was? Kommt noch ein Dupe oder was? Alle drei zeigen mit dem Finger. Also, versteht mich nicht falsch. Natürlich geil. Es ist ein Dupe jetzt für die. Das ist grad, ich bin gerade irritiert. Wir haben die doch schon gepult. Die kam einfach nochmal. Ihr müsst überlegen, wisst ihr, wie viele LR hier in dem Banner sind? Einfach alle. Alle nicht featured natürlich. Die Dokkan X7 nicht. Und dann kommt... Zweimal nicht featured ein LR und es ist zweimal derselbe. Pff, krank, krank, krank. Keine Ahnung. Da weiß ich auch nicht, was ich da so sagen soll. Bin ich echt ein bisschen sprachlos. Was? LR Gopacks einfach. Zweimal. Unglaublich, Freunde. Aber. Ey, ist halt. Oh mein Gott, ich glaub's halt legit nicht. Krass. Ja, Freunde, kann auch so passieren. Also, das, versteht mich falsch. Es ist geil auf jeden Fall. Einfach Dupe direkt für ihn gezogen. Aber es hätte auch irgendein anderer sein können. Und wir wären hier für LR, Kale und Kalifa an der Stelle. Also, ich kann ihn zum Glück verwerten, ne? Aber ihr merkt selbst an meiner Reaktion. Ich bin ein bisschen sprachlos. Weil an sich, dass man schon an LR zieht. Die Chance ist schon sehr, sehr hoch. Also, sehr gering, sag ich mal, ne? Man braucht sehr viel Glück. Und dann kommt noch zweimal derselbe. Krank. Ja, im Endeffekt ein krankes Video auf jeden Fall, Freunde. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Ihr merkt es schon, ich bin irgendwie buff gerade, aber ich meine, krank. Wir haben zwei LR gezogen in einem Video. Richtig geil. Und dann zahlen wir denselben. Und wie gesagt, mit diesen goldenen Coins, natürlich brauchen wir 500. Aber da könnt ihr dann quasi in der Zukunft jeden nicht featured LR aus dem Coins hier holen. Und wenn in Zukunft wieder ein LR-Banner kommt, dann ist auch LR Kale und Kalifa hier drin. So, wisst ihr, was ich meine? An der Stelle sind jetzt, okay, LR Gopanks und LR Baby sind hier noch nicht drin. Dann kann das doch auf jeden Fall ein wenig dauern, aber man kann sich in LR GF zum Beispiel und so, wisst ihr, was ich meine? Wow, jedenfalls, Freunde, ich bin buff. Ich hoffe, das hat euch dementsprechend gefallen. Ich wünsche auf jeden Fall sehr, sehr viel Glück, falls ihr es zusammen werdet. Und dann sehen wir uns hoffentlich das nächste Mal wieder. Macht's gut, Freunde. Peace. When I pull up at your girl, mommy wanna be my world. You a man, bro, don't you cry. I'ma get her back after I'm done. Next time you ain't won't be around.